Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir Roseway beendet und sind daraufhin Amok gelaufen, weil wir nicht wussten, wie wir an das ganze Zeug rankommen können, also an diese Geheimwaffen, die sie irgendwo gebunkert hat. Es soll anscheinend eine Information bei ihr geben, hat sie nicht gehabt, ja, musste sie halt leiden dafür. Ich habe sie wiederbelebt, weil ich so ein netter Mensch bin und nun werden wir einen neuen Bereich erkunden. Viel Spaß. So, Layla. Make this conversation worth my time, Captain. I don't charge for curiosity. At least. Ich bekomme hier einfach nichts. Na, ja, machen wir erstmal andere Quests, oder? Oder ich gucke, ob ich das vielleicht doch so schaffe. Mal gucken. Scheiß auf die freie Passage. Ich werde da so durchgehen. Der leere Mann. Mache Reginald Channel ausfindig. Säurereiniger installieren. Ja, machen wir das erstmal. So. Initiating initialization sequences. Greetings, customer. This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Ja. Registering new owner. Captain. Willkommen in meiner Crew, Sam. Sam Units live to clean and clean to live. Ja, dann machen wir mal sauber. Wir haben hier Kühe übrigens, die müssen weg. Wir hatten doch noch ein Buch gefunden, ne? Für wen war das? Something on your mind? I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. Ich hätte gehofft, etwas Persönliches über dich zu erfahren. Well, my blood type is AB positive. I'm a Leo and I despise Space Hospital. Never mind what anyone else tries to tell you. That about covers it. Woher kommst du? Wie bist du zu deiner Arbeit gekommen? Oh, come on. That stuff's boring. Okay, du versuchst abzulenken. Look, the thing I've learned about living in close quarters is that you've got to give people room to breathe. I'm all for making a few bits together and having fun doing it, but let's keep a little professional distance. Was ist ein Zero-G-Cocktail? It's a mix of whatever you've got on hand. Usually zero-G brew with some Spectrum vodka if you're lucky. Purple berry shake if you're not. Erfindungsreich, gefällt mir. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make a few more until you do. Hast du schon viel Erfahrung unter anderen Captains gesammelt? Sure do. Some of it was even legal. Was genau soll das bedeuten? There's a lot of business that goes through the Groundbreaker. Some of it's board-authorized freight hauling, and some of it's not. I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. Dies klingt vernünftig. Glad to hear it. It's worked for me this long. Na gut. No complaints here. Keine Quest von ihr, schade. Hau ab, Junge. Der ist noch da. Sammelst du immer noch Bücher? I find myself marveling at the complex simplicity of the Fibonacci spiral. I'm sure you know what that's like. Something vexing you, Captain? Erzählen wir noch mal von dem Buch. Was war noch gleich deine Meinung zu den Philosophen? Reden wir von deiner Suche? Vika, du bist raus aus der Crew. Nein. Okay, nichts Besonderes bei ihm. Und die anderen, die machen gerade wahrscheinlich ein Schäferstündchen. So wie es aussah. Na gut. Er würde sagen, wieso habe ich jetzt die beiden dabei? Nur weil ich mit denen geredet habe? Naja. So, Tagebuch. Schrott sammelt mal. Erhalte Zugang zu Stellar Bay. Oh. Lila Hagen hat einen lukrativen Auftrag an einen Captain zu vergeben, der Zugang zu Stellar Bay auf Monarch hat. Du musst einen Navigationsschlüssel von Gladys auf der Promenade der Groundbreaker kaufen, bevor du es. Ich will aber nicht. Wir machen erstmal die andere Quest. Wenn ich wirklich keine andere Wahl habe, dann mache ich's.
10.000 Bits ist echt kacke. Monarch? Ich muss dann dazu dafür zum Monarch? Dann gehen wir hier hin. Das haben wir auch noch nicht. Destination reached. Scylla. Okay, Scylla. Jetzt bist du aufgemischt. Aber ohne meine Crew. Könnt schön hier bleiben. Hä? Jetzt sind sie nicht mehr hier dabei. Seltsam. So, mal gucken, ob wir es drauf haben. Zum Start der Fernlandung. Aha, alles klar. Was gibt's denn hier so Schönes? Geh erstmal in die Richtung. Gehen erstmal in die Richtung, in die keiner gehen möchte. Ein Frachter entdeckt. Mein Ziel ist definitiv da hinten und da sind Kampfdrohnen. Aber gegen Roboter haben wir was. Das ist ganz schön ein großes Gebiet hier. Lebt hier jemand außer diese komischen keckernden Viecher? Oh, Werkbank. Ja, aber wahrscheinlich keine Mods dabei, die man hier gebrauchen kann, oder? Nee, das ist halt... Das mit dem kritischen Schaden finde ich halt wichtiger. Und hier? Plasma-Schock. Magazingröße. Müsste ich ja auch schon drauf haben, ne? Na ja, gut, leider nix. Was gibt's hier noch? Oh! Ich sehe schon, ihr habt einen Bot am Start. Er ist nicht gestorben. Shit. Oh, er will sich ergeben. Dafür schieße ich den in den Arsch. Wer kann mich jetzt eigentlich noch aufhalten, Leute? Du? Nicht mal du kannst mich aufhalten. Was geht denn mit dir ab? Ist erstmal hinter mir her, so ein kleines süßes Viech. Na gut, die sind hier schon ein bisschen stärker. Aber ich habe Selbstvertrauen geschöpft, als ich die Groundbreaker vernichtet habe. Deswegen kauert er sich hier auch hin. Gut, Zeit zu plündern. Ich bin nicht immer noch auf schwer. Geht eigentlich nur, ne? Halbtraum, ja. Okay, geht's noch höher als Halbtraum? Es geht nicht weiter. Ich fühle mich gerade ein bisschen overpowered irgendwie. Nehmen wir halt einfach alles mit. Naja, aber es ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, dass ich jetzt stark genug bin. Ich meine, es wird natürlich der Zeitpunkt kommen, wo ich dann wieder schwächer bin. Aber bisher, ich meine, ich habe ja Leben verloren, ne? Aber ich bin schon wieder durstig. So, ein bisschen Energy, ein bisschen was zu essen. Noch ein Energy und dann geht's mir gut. Junge! Bist du schwer zu treffen. Oh! Die Mama. Ist er wieder aufgestanden? Den habe ich doch getötet. Oder habe ich ihn nur angeschossen? Glatt und Grattlauf. Oh, nicht schlecht. Mal gucken, vielleicht finden wir hier noch eine bessere Waffe, die wir dann upgraden können. Mit unseren 10.000 Bits. Anstatt irgendeine Scheiße damit zu kaufen. Ist aber sneaky hier. Kampfdrohne. Eine kaputte Kampfdrohne, die nichts hat. Geil. Habe ich mir schon immer zu Weihnachten gewünscht. Ansonsten ist hier leider nichts, ne?
Keine Geheimnisse. Ihr könnt es wagen. Wir gehen gleich auf die Mission. Ich werde nur kurz nochmal die Ecke da oben erkunden und dann können wir mal schauen, was dieser Mond auf sich hat. So, wo kamen die hergelaufen? Kann ich hier runterkriechen? Von wo kamen die? Die kamen doch von hier, oder? Wo war die erste Leiche? Dann habe ich einen Orientierungspunkt. Die kam von hier. Eine Taschenlampe wäre nicht schlecht. Noch eine kaputte Kampfdrohne. Du siehst noch interessant aus, du bist aber scheiße. Roboterwachposten. Ziemlich ernüchternd. Na gut. Dann wollen wir mal unserer Mission nachgehen, ne? Das heißt, auf diesem Mond kann mir niemand das Wasser reichen. Vielleicht hätte ich wirklich hier zuerst gehen sollen. Wobei, die ist, glaube ich, hier stärker. Als auf Roseway. Okay, Roboter. Das heißt, andere Waffe. Wir müssen bis da hinten hinkommen. Easy. Ich glaube, der lebt doch. Ja, gegen meine Korrosionswaffe könnt ihr nichts. Ich komme sogar mehr Leben wieder raus nach dem Kampf. Ich brauche einfach keine Heilung mehr. Wie geil ist das denn? Also seht schon, Freunde, die dunkle Seite, da macht es natürlich weitaus besser. Man macht einfach, was man will. Auf was man Bock hat. Du, da hinten siehst gefährlich aus. Ein Trogolos. Aber dass die hier überall verbreitet sind, das halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht. Wie sollen die denn von Planeten zu Planeten kommen? Nein, hast du mich jetzt getroffen, Lena? Doch, er hat mich getroffen. So eine Scheiße. Oh Gott, ich bin ja fast tot. Okay. Uncool. Aber ich habe Heilung. Okay, die Dinger sind natürlich krass drauf. Die kann ich auch nicht wegsnipern, einfach so. Aber dabei muss ich ja in die Richtung. Aber wir sind eh gleich da. Banditen gibt es ja anscheinend auch. Wenn auch nur wie halb. So, ist der Trogolos. Ich habe da was Feines für dich. Ich sehe sehr viele Ausrufezeichen. Nein, tue ich eigentlich nicht. Das ist mein zweiter Bildschirm, der mich gerade verarscht. Oh, du bist der Trogolos. Erstmal schön blind machen. Keine Gegner für mich und meine Waffe. Oh ja, ich fühle mich gerade richtig overpowered. Ich fühle mich gerade so sicher, dass ich nicht mehr schleiche. Und das muss schon was heißen, wenn der Dieb nicht schleicht. Oh, kritische Lösung. Ich habe ihn gefunden. Oh, ihr seid gar nicht freundlich, ne? Einfach alle vernichtet. Jetzt zieh dich. Das war einfach. Yep, that's me. No big deal. Just shrugging off my injuries as I stroll away from another flaming impact crater.
Also detecting constipation. Hair loss. Reduced fertility due to tight trousers. Recommend stimulant injection. Hair loss? You take that back. Haarausfall. Auf die engen Hosen kommst du nicht zu sprechen. Tremendous work, friend. Here I was readying a daring maneuver and you've come and saved me the trouble. Symptoms detected. Elevated heart rate. Dilated pupils. Increased sweat production. Subject appears to be terrified. I'm not terrified, you bucket of bolts. That's victory sweat. Victory sweat. Ich habe keine Angst, ja auch so. Captain Iron nehme ich an. The one and only. Wait, who's asking? Wanda didn't send you, did she? Nein, ich kenne keine Wanda. Lügen 1, das lohnt sich ja gar nicht. I wager she told you to say that, the sly old bird. I swear, land on Groundbreaker even a moment tardy and that busybody's already been up your ass an hour. You tell her these automechs are coming. And sending a hired stooge to rescue me from certain peril only furthers my delay. No offense. Du solltest mir danken, du hast Glück, dass du noch am Leben bist. Yes, well, I shan't. Give Wanda my chilliest regards. Ja, dann mal los. Erstatter Dr. Dorset-Bericht. Das kann ich machen. Das ist gar kein Problem. Der Roboter hört sich gruselig an. Ich hab gedacht, da kommt jetzt eine Harpie angeflogen oder so. Ist das dein Schiff? Er muss es erstmal reparieren. Komm doch mit mir. WTF. Weiß nicht, soll ich hier noch ein bisschen erkunden? Das sieht noch interessant aus. Okay, das Schrott, ich dachte schon, das wäre irgendein Viech. Schlagstock. Okay, du bist tot. Ich dachte, das schläft. Sieht so aus, als würde er sich hier schön auf die Seite chillen, weißt du? Sowas will man natürlich nicht wecken, sondern einfach nur töten. UDL Terraform entdeckt. Oh, wie cool. Cool, ein Terraformer. Daher kommen die Pflanzen. Oh, ich wünschte, sowas hätten wir. Auf dem Mond oder so. Stell dich vor, da leuchtet kein weißer Mond mehr am Himmel, sondern ein grüner, weil da überall Pflanzen sind. Oder mit dem blauen Fleck, ein See. Huch. Das wäre doch mal crazy. Kommt doch von der Seite angelaufen und geht aufs Maul. Komm, lass gut sein, Kleiner. Also ich bin kurz davor, diese 10.000 Bits zu ignorieren und einfach auf dem Monarch zu landen und da alles wegzuklatschen. Weil ich bin anscheinend stark genug. Und wenn nicht, dann upgrade ich halt meine Waffe nochmal und dann geht's ab. Ich bezweifle stark. Ich denke, ich werde aufs Maul kriegen, wenn ich das mache. Aber ich finde das so cool. Ein Terraformer, dass sie daran gedacht haben, sowas einzubauen. Gegner? Ist okay, ich wechsle die Waffe. Nur für euch. Lass mich ganz kurz nachladen. Dankeschön. Zu mutig. Scheiße. Ich komme hier easy klar. Tot. Ihr habt den nicht mehr tot gekriegt. Ach, guck mal, hier war ich gar nicht drin, ne? Na gut, hier gibt's auch nichts. Aber die Mutti war nicht da. Die ganzen tollen Sachen, die Mutti dabei hatte, sind weg. Weil die Mutti nicht kam. Oh, wie ätzend ist das denn? Oder kam die von hier? Oh, was ist denn hier oben? Ja,
Aha, das habe ich zum Beispiel nicht entdeckt. Da gehen wir doch mal lang. Stoßpistole, nachgerüsteter schwerer Körperpanzer. Okay. Spaßkanone, kritischer Schaden. Okay. Waffenteile. Ja gut, Mami war zwar nicht da, was ich echt schade finde. Aber dafür haben wir ein bisschen was dazu bekommen. Du warst die Kackbratze, die mich getötet hat, ne? Ja, das war eindeutig er. Ja, ist kacke, ne? Bist du tot, mein Freund? Und hier sind viele. Hauptsache, ich verkacke mich nochmal. Soll ein Stück weglaufen. Scheiße, ich hänge hier fest irgendwie. Nein, das kann doch. Das. Ich hing da fest. Ich dreh durch. Ja. Oh, guckt mich an. Ich bin Zero. Ich bin der krasseste Ficker auf der Welt. Ich hab keine Angst vor den Gegnern. Hohoho. Und stirb zweimal, ey. Jetzt schleiche ich mich dahin. Er fragt sich erstmal, hat da jemand geschossen? Ja, hat es. Jetzt kommt der Bot. Der auch irgendwie ziemlich schnell down geht. Ich snipe sie jetzt alle weg. Ich schleiche mich da jetzt rüber. Snipe ich einfach alles weg. Oh. Der große Held. Kam, sah und stirb. Oder starb. Ich hab Vergangenheit. So. Wo sind die Bots, die mich so gequält haben? Die sind da oben irgendwo, ne? Ich meine, ich könnte jetzt speichern gehen, aber nein. Denk dran, ich bin der größte Ficker. Mach die jetzt alle kaputt. Das war Nummer 1, aber das war MK1. MK2 hat mich so ziemlich fertig gemacht. Sehe ich schon, in diesem Spiel gibt es auch Bullet Drop. Das heißt, der Schaden ist von Weitem nicht mehr ganz so effektiv. Du bist auch MK1. Wo ist der MK2-Typ? Wollte ich mich verarschen? Ich bin doch da hinten irgendwo in meinem letzten Tod hochgegangen. So, nur ein Wachposten. Ist doch Verarsche pur, oder? Ja, hier bin ich das letzte Mal hochgegangen, ne? Ich bin dann jämmerlich verreckt. Naja. Geschichte 5! Ich glaube, ich drehe durch. Was ist denn los mit euch? Ich glaube, hier ist der geilste Scheiß ever drin. Bitmodule, Bitmodul, Bitmodul, Konzernscheiß. Einschlaghammer MK2, ja gut. Aber ich. Na gut, jetzt hat es nur noch 4 gekostet. Aber trotzdem, es ist halt blöd. Krieg natürlich eine Handvoll. Hier wäre schon, hätte schon eine legendäre Waffe sein können. Weißt du, dieser MK2-Hammer, ja. 171 Schaden, gut, ja, schön und gut, aber dafür muss ich nachher rangehen. Ich bin ein verdammter Sniper. Bin enttäuscht, dass der MK2 nicht hier war. Hm. Ja, was willst du machen? Ich bin eigentlich wahnsinnig, dass ich hier rumlaufe, ohne zu speichern, ne? Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde verschwendet, zweimal alles wieder herzustellen. Zweimal. Oh, die Truhe sieht besonders aus. Handibulara Redistribor. Wissenschaftswaffen. Ah, Wissenschaftswaffen sind einzigartige Waffen mit Effekten, die ebenso mächtig wie schräg sind. Sowohl der Schaden als auch die Effekte der Wissenschaftswaffen erhöhen sich zusammen mit den Wissenschaftsfähigkeiten. Jochs Ingenieure stellen sicher, dass unsere Kadenz so hoch wie unsere unser Qualitätsabschluss ist. Oh, legendäre, legendäre Waffen. Irgendein Schläger, ne? 36. Einhandwaffe, taumeln. Ja gut, mein Wissenschaftszeug ist wahrscheinlich nicht hoch genug. So, die Nutzung dieses Terminals, halt die Fresse. So, Nachricht 1. Vorläufige Ergebnisse des Geländegutachtens. Wir haben das Erstgutachten des Geländes abgeschlossen und ich muss eingestehen, dass du richtig gelegen hast mit deiner Vermutung. Ich schulde dir ein Mittagessen, wenn ich das nächste Mal auf Terra 1 bin.
Wir hatten kaum mit der Untersuchung angefangen, als wir auf eine Mineralader mit hoher Dichte an Iterium und Scandium stießen. Die Menge, die mein Team in diesen Druckanzügen extrahieren kann, ist begrenzt. Besorge uns einen Terraformer und einige Bergbaurobotereinheiten. Dann wird dieses kleine Unterfangen uns alle reich machen. Ich hoffe, das Wetter auf Terra 1 zieht dich nicht runter. Wie ich höre, ist unsere permanente Anlage auf Hephaistos fast bezugsbereit. Okay, noch Hephaistos wollen die, ja. Monatlicher Statusbericht. Danke, dass du uns dieses Ersatzteil so schnell zugeschickt hast, Linda. Mein Team hat den Terraformer repariert bekommen und er spuckt wieder O2 aus. Aber musstest du unbedingt einen vollen Samen schicken? Die verdammten Gräser lösen bei mir Allergien aus. Die Feldbegehung wird fortgesetzt. Die ursprüngliche Ader war schneller ausgebeutet als erhofft. Aber wir haben vielversprechende Ergebnisse von anderen Standorten erhalten. Die Scandiumdichte ist niedriger als am ersten Standort, aber das Iterium-Vorkommen ist immer noch beachtlich. Letzte Woche hatten wir ein Vorstandsteam hier, das nach Signalen von der Hope scannte. Das Ergebnis konnten wir ihnen alle von ihrer unglücklichen Gesichtern ablesen. 3 Jahre sind vergangen, seit der Vorstand das Schiff als vermisst eingestuft hat. Man sollte denken, dass wir mittlerweile darüber hinweg sind. Tag 268. Glückwunsch zu deiner Beförderung. Der jüngste VP in der Geschichte des Unternehmens verspricht mir einfach, dass du nicht diesen Stumpfkopf Needham zu deinem Nachfolger beförderst. Schlechte Nachrichten, Lin. Alle Standorte innerhalb der Kuppel des Terraformers sind trocken, aber die Robotereinheiten bringen gute Proben von außerhalb des Rückhaltungsfeldes. Ich werde einen Flieger von dir anfordern, damit wir den Terraformer näher an die neuen Standorte heranbringen können. Mein Team hat gehört, dass du arrangiert hättest, dass eine riesige Zirkus-Timeshow halt bei unserer Basis macht. Das hat der Moral hier enorm Antrieb gegeben. Wir können es kaum erwarten, hier draußen ein wenig Unterhaltung zu bekommen. Nachricht 4. Ablehnung der Standortversetzung. Thackeny. Deine Ersuche um eine Standortumsiedlung auf diesen nutzlosen Felsen ist abgelehnt. Du hattest über 1 Jahr Zeit, um Profit zu generieren. Wenn du es bis jetzt nicht geschafft hast, wird es auch nicht mehr passieren. Und Evas ist zu sehr damit beschäftigt, deine Inkompetenz zu vertuschen. Ich will auch keine deiner abstrusen Ausreden hören. Das Terraformer-Versagen war schlimm genug, aber diese wilde Geschichte über Troglos, die frei herumlaufen und deine Ausrüstung beschädigen, hat den Bogen absolut überspannt. Hast du mich verstanden? Die Arbeiten an deinem Standort werden mit sofortiger Wirkung eingestellt. Ich habe schon einen neuen Standort für dich im Sinn. Einen der Felsen im Orbit um Hephaistos. Dort hat es coole 170 Grad Celsius. Es wird dir dort gefallen, Needham. Ja, das mit dem Troglos fand ich ja sowieso komisch. Alles Gute zum Geburtstag, Jula. Ein Vorstandsteam auf Besuch hat mich an das Datum erinnert. Heute sollten wir deinen 42. Geburtstag feiern. Ich würde versuchen, dich mit deinem neuesten Gesöff von Rizzo betrunken zu machen. Du würdest die Nase rümpfen und sagen, das Zeug wäre nicht mal ansatzweise so gut wie Wein auf der Erde. Ich weiß nicht, wo du bist, große Schwester. Es sind 13 Jahre vergangen, seit du in den Kälteschlaf gegangen bist. Oh, seine Schwester ist auf der Hope. Seit die Hope ihre Reise angetreten ist. Ich weiß nicht, was passiert ist, wieso du nie hier angekommen bist. Wenn der gelobte Architekt gnadenvoll war, musstest du nicht leiden. Ich denke ständig an dich. Jedes Mal, wenn einer der großen interstellaren Megafrachter vorbeizieht, blicke ich nach oben und hoffe, Hope. Wer auch immer diesem verdammten Schiff den Namen Hoffnung gegeben hat, sollte in den Äther geschossen werden. Es tut mir so leid. Ich hätte dich nie dazu überreden sollen, den Knebelvertrag zu unterschreiben, um zu mir nach Halcyon zu kommen. Ich werde nie aufhören, an dich zu denken, Jules. Bitte verzeih mir. Erinnerung nach Sublight-Fragen. Frag Linda nach Informationen über dieses Sublight-Unternehmen. Dieser Frachterkapitän hat behauptet, er arbeitet für sie. Ein sehr seltsames Schiff. Keine Unternehmenslogos oder entsprechende Farben. Der Captain trug keine genehmigte Uniform. Ich habe mich in seiner Gegenwart nicht besonders wohl gefühlt. Aber hatte ein paar interessante Gegenstände zum Verkauf. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie vermutlich von einem Lieferband gefallen sind. Der Captain hat Harris etwas verkauft, das den Namen Re-Ranger trägt und verschwand dann, bevor wir festgestellt haben, dass das verfluchte Ding nicht funktioniert. Das Einzige, was das Ding bewerkstelligt hat, ist die Anzahl von Bits auf Harris Modul zusammengeschmolzen ist. Sieht wie eine seltsame Technologie aus. Vielleicht kann ein Wissenschaftler damit was anfangen.
Ah, das ist diese Waffe. Ja. Der Destruktor. Ist aber nicht die Waffe, von der er geredet hat. Vielleicht ist aber diese Waffe gemeint. Weil es ist... Der Lock befindet sich genau zusammen mit der Waffe hier. Er hat sich zumindest gelohnt, diese halbe Stunde dafür. Guck mal, ein Laden. Was hast du denn hier so Schönes? Schaden nach Rüstung. Nicht schlecht. Lautstärke der Schrittgeräusche, Waffenreichweite und das ist egal. Verkaufen wir mal ein paar Sachen. Irons Steinschloss? Wo habe ich das denn her? Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Und hat leichte Munition. Ja, heute ist der gottgleiche Zero leider gestorben. Ich wurde von meinem hohen Ross geschubst. Von dem Roboter MK2. Ich konnte mich nicht mal rächen. Was schade ist. Aber wir haben erfahren, es gibt wirklich starke Gegner hier in diesem Spiel. Und ich bin gespannt, was wir noch für Pushes bekommen von unserem Damage. Und ob wir neue Waffen bekommen. Weil ich finde, die Intervalle, in denen man hier Waffen bekommt, sind ziemlich lang. Also klar, ich meine, wenn man jetzt Borderlands spielt oder so, kriegt man ja alle 10 Sekunden eine Waffe vor die Füße geschmissen. Und meistens ist sie Rotz. Wenn du hier eine Waffe findest, ist sie ja wenigstens nicht Rotz. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe einfach das Gefühl, ich bräuchte stärkere Waffen. Vor allem jetzt, wo wir unser kleines Problemchen haben mit den 10.000 Bits. Vielleicht bekommen wir das gelöst. Werden wir sehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.